Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part meiner Joomla 3.5 Anfängerhilfe. Ich wurde gebeten, ein Video zur Fokker Gallery zu erstellen und der Bitte komme ich heute nach. Wir schauen uns an, wie man die Fokker Gallery installiert, wie man die auf Deutsch umstellt und natürlich, wie man die dann ins Menü einbindet, damit unsere Webseitenbesucher die Bilder, die wir hochgeladen haben, auch betrachten können. Als allererster schauen wir mal zur Herstellerseite. Die ist hier www.fokker.cz/fokkergallery. Den Link findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Muss man eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, das ist bei mir eigentlich Standard. Und ihr seht, die Seite ist auf Englisch. Und man hat hier die Möglichkeit, über die ein bisschen unscheinbare Schaltfläche Sprache auswählen, die Seite auf Deutsch zu stellen. Dann kommt nämlich auch der ganze Text hier auf Deutsch, unter anderem nämlich auch kommt man hier zu einer deutschen Dokumentation. So, jetzt ist sie auf Deutsch. Eigenschaften und so weiter, Installation. Ihr seht, wie viel da eigentlich los ist. Wasserzeichen, YouTube-Videos und so weiter, Geotagging. Also ich bin wirklich begeistert von der Fokker Gallery. Ist ein Top-Produkt. Und deswegen wird dieses Video auch nur an der Oberfläche quasi kratzen. Es ist mit dem Teil wesentlich mehr möglich, als was ich euch heute in diesem Video zeigen kann. Wenn ich alles zeigen würde, hätte sie mit 4 Stunden noch immer nicht ausgehen. Und deswegen zeige ich euch heute nur, wie man einfach, schnell und sicher seine Bilder auf dem Webspace kriegt, wie man die veröffentlicht und wie man das optisch ein bisschen anpassen kann. Gut. Dokumentation habt ihr also hier auf Deutsch. Nicht vergessen, benutzt es auch, wenn es Probleme gibt oder wissen wollt, was noch alles möglich ist. Dann haben wir gleich darunter, ganz wichtig, herunterladen. Und zwar, wir müssen nämlich downloaden die COM Fokker Gallery 4.2.2. Das ist momentan die aktuellste Version für die Joomla Version 3.x. Und wir brauchen natürlich auch eine deutsche Sprachdatei. Und die Sprachdateien sitzen ganz unten. Und ihr seht, die fangen mit Arabisch an, quasi alphabetisch sortiert. Und Deutsch finden wir dann auf Seite 3. Und da brauchen wir die zweite Datei, de.de.com/fokker-gallery-joomla-2.5-3. Und da hinten habt ihr nur die ganzen Piktogramme, für welche Joomla-Versionen das sind. Einfach draufklicken und herunterladen. Was dann ebenfalls noch ganz interessant sein dürfte für den einen oder anderen, sind die ganzen Demo-Seiten, die hier hinterlegt sind. Da könnt ihr euch einmal anschauen, was unter anderem alles möglich ist mit der Fokker Gallery. Einfach durchklicken, angucken. Und was hier ebenfalls noch Erwähnung finden sollte, ist nämlich das Forum. Von dem Forum bin ich auch schwer begeistert. Und zwar, wenn ihr für die Fokker Gallery Fragen stellen müsst, dann ist hier das richtige Forum, Fokker Gallery. Einfach draufklicken und posten. Ich habe letzte Woche zu einem anderen Produkt ein paar Fragen gestellt, habe mich da wirklich angestellt wie der letzte Idiot, muss ich leider zugeben. Und muss sagen, Jan und Christine sind trotzdem ruhig geblieben. Ich weiß nicht, ob ich selbst zu ruhig geblieben wäre. Und haben mir das quasi erklärt für einen absoluten No-Brainer, sagen wir es einmal so. Und da möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken bei Jan und Christine, dass wir die das so nett erklärt haben. Allerdings muss ich euch sagen, bringt ein bisschen Zeit mit. Ja, die Leute dann das nicht hauptberuflich hier Fragen beantworten, sondern das läuft alles nebenher. Und man kann hier nicht nur auf Englisch, wie man es hier meistens sieht, posten, sondern auch auf Deutsch. Jan und Christine sprechen ebenfalls auch Deutsch. So, das können wir auch zumachen. Und jetzt sind wir wieder im Backend von unserer Joomla-Installation und wollen natürlich über Erweiterungen und Verwalten das erste hochladen. So, auf Paketdatei hochladen klicken, dann auf Durchsuchen. Ich habe das natürlich schon vorbereitet. COM Fokker Gallery 4.2.2 hochladen und installieren. Das dauert allerdings ein paar Sekunden. Nicht wundern. Da muss messen Ordner erstellt werden, da müssen in der Datenbank Einträge erstellt werden und natürlich das ganze Zeug muss auch hochgeladen werden, je nachdem wie schnell die Internetverbindung ist, dauert es ein wenig. Bei der Sprachdatei, die wir dann gleich im Anschluss installieren werden, geht es dann natürlich wesentlich schneller, die ist innerhalb von 2 Sekunden
auf unserem Server. So, jetzt bekommen wir die Nachricht, dass er zwei Ordner erstellt hat. Nämlich im Images-Ordner hat er den Fokker Gallery-Ordner erstellt. Also bei mir steht halt da Exists, weil ich habe die jetzt nicht gelöscht, ich habe das einfach nur deinstalliert vorher. Ich habe das nämlich vorher schon einmal getestet. Ich bin jetzt so circa insgesamt 5 Stunden am Testen von der Fokker Gallery und muss echt sagen, wow, wirklich tolles Produkt. Im Gegensatz zu früher, wie es noch unter, ich weiß nicht, was waren das für Joomla-Versionen, glaube ich 1.7 habe ich die schon mal verwendet, da habe ich nur Probleme gehabt. Aber momentan, ich habe kein einziges Problem mit der Fokker Gallery gehabt. Also echt top. Aber weiter im Text und in dem Ordner Fokker Gallery hat er einen Ordner erstellt, der nennt sich Avatars. Also wie gesagt, bei mir heißt es halt Exists und die Komponenteninstallation wurde abgeschlossen. So, jetzt schieben wir gleich einmal die Sprachdatei hinterher. Wir wollen ja das Ganze dann natürlich auch auf Deutsch sehen. Hochladen und installieren dauert 2 Sekunden und so ist es auch tatsächlich. Ja, was machen wir als erstes? Wir starten einmal die Fokker Gallery bzw. rufen das Kontrollzentrum auf. Und ich, wie gesagt, wie versprochen, ich zeige euch, wie ihr schnell und sicher und sauber eure Bilder auf euren Webspace bekommt und wie ihr die Optik auch noch anpassen könnt. Aber zuerst schaufeln wir mal die Bilder auf dem Webspace. Und das Geile an dem Ding ist, wir brauchen dafür keinen FTP-Client und müssen das in einem bestimmten Ordner hochladen, sondern das funktioniert alles aus dem Backend heraus. Das ist wirklich für einen Anfänger, muss ich sagen, es gibt nichts Besseres. Ich hätte mir das früher gewünscht, wie ich angefangen habe mit Joomla. Da war das halt leider noch nicht so. Als allererstes müssen wir zwingend eine Kategorie erstellen. Das machen wir mal. Auf Kategorie geklickt, kommt man hier hin, dann auf den Button Neu, um eine neue Kategorie zu erstellen. Dann, wir machen es gleich mit Unterkategorien. Ja. Nenne ich die mal Urlaub. Ihr seht, ich habe da vorher schon mal ein bisschen herum experimentiert. Alias wird automatisch ausgegeben. Übergeordnete Kategorie gibt es keine. Oder machen wir es? Nein, machen wir es nur mit einer. Ihr könnt, ich glaube, das versteht glaube ich auch jeder, dass wenn es mehrere Kategorien gibt, wenn ich die zum Beispiel jetzt anlege, die Urlaubskategorie, dann kann ich die nächste Kategorie zum Beispiel anlegen mit dem Titel 2016 und sage dann hier ganz einfach, das ist eine Unterkategorie von der Kategorie Urlaub. Dann habe ich zuerst eine Kategorie Urlaub, wenn ich die öffne, sehe ich sämtliche Urlaubskategorien, zum Beispiel 2014, 2015, 2016 und kann die anklicken, die mich dann interessiert. Ich mache das jetzt hier nur mit einer Kategorie, ich sage Urlaub, Alias wird automatisch ausgegeben, Reihenfolge Zugriffsquelle ist Public und das Einzige, was wir hier noch zwingend machen müssen, ist hier unten das Kategorieverzeichnis zu definieren. Dazu sagen wir hier Verzeichnis auswählen. Hier ist nur mein alter Ordner, den ich das letzte Mal angelegt habe beim Testen. Normalerweise, wenn ihr hier das erste Mal seid, gibt es diesen Hundeordner nicht, nur den Avatars-Ordner. Und wir legen jetzt natürlich für unsere Urlaubskategorie einen extra Ordner an. Und damit es leichter zum Verstehen ist, bleiben wir auch bei Urlaub. Sag hier Verzeichnis erstellen. So, das Verzeichnis, der Ordner ist hier und wir haben hier einen kleinen grünen Pfeil, da steht drauf Verzeichnis eintragen. Da klicken wir drauf und eintragen bedeutet, er trägt quasi das Kategorieverzeichnis in die vorgesehene Zeile ein. So, wenn das eingetragen ist, dann können wir sagen speichern und schließen. Das war der erste Schritt. Jetzt müssen wir natürlich die Bilder auch wieder irgendwie da reinbekommen in den Ordner. Dazu klicken wir als erstes hier auf Bilder und ich klicke jetzt nicht hier auf Neu, sondern auf Mehrfaches hinzufügen. Ganz wichtig, wenn man mehrere Bilder natürlich hochlädt. Der erste Schritt ist, wenn man hier ist, man wählt einmal den Ordner aus, wo nachher die Bilder reinkopiert werden sollen. Bei mir ist es jetzt hier der Urlaubsordner, einmal angeklickt, dann ist der schon mal geöffnet. Zweiter Schritt ist, hier herunten bei den Reiter mehrfaches Hochladen auswählen, dann die Dateien auswählen. Hier habe ich da schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe einmal da Wien-Urlaub ein paar Bilder aus dem Internet gezogen. Dann Start-Upload. Ihr seht, es geht relativ zügig.
Wenn die Bilder hochgeladen sind, erscheinen die auch tatsächlich hier in diesem Ordner. Images, Fokker Gallery und dann Ordner Urlaub. Hier sind sie, die Bilder. Jetzt haben die alle natürlich nicht so tolle Namen, 001 Vienna und so weiter. Jetzt vergeben wir natürlich für den ganzen Haufen noch einen Titel. Ja? Alles anhaken, dann einen Titel eintragen. Was sagen wir da? Urlaub in Wien. Ja, alles wird selbst gemacht von Joomla. Und das Wichtige hier ist noch, wir müssen das Ganze natürlich auch noch der Kategorie zuordnen, nämlich hier der Urlaubskategorie. Und jetzt können wir schon sagen, speichern und schließen. Was ihr jetzt hier seht, er erstellt Thumbnails, Miniaturansichten der Bilder, die ich hochgeladen habe. Ja, das sind diese Bilder hier. Jetzt sehen wir hier alle Bilder, die wir auf unseren Webspace für Fokker Gallery hochgeladen haben. Wir sehen den Titel Urlaub in Wien. Das sind halt momentan die einzigen. Da würde es halt dann weitergehen mit einem anderen Urlaub. Dann den Dateinamen, aber nicht nur den Dateinamen sehen wir, sondern auch den Ordner, in dem es liegt. Urlaub 001 Vienna JPEG. Das hier ist richtig geil. Falls ein Bild einmal verdreht hochgeladen wurde, 90 Grad zum Beispiel, hat man hier noch die Möglichkeit, es mit einem Knopfdruck zu drehen. Seht ihr? Hier, das Miniaturbild ist jetzt verdreht. Ich drehe es wieder zurück. Man muss jetzt nicht mehr die Bilder löschen, auf dem PC quasi drehen, speichern und dann wieder hochladen, sondern man kann das hier am Server machen. Man kann hier Miniaturbilder neu erstellen und die Seite neu laden. Um diese Bilder im Frontend zu veröffentlichen, müssen die Haken bei Veröffentlichen und Autorisiert gesetzt werden. Er zeigt uns hier nur an die Kategorie und den Rest, den wir heute jetzt dann nicht ausgewählt haben. Gut, dann der letzte Schritt ist zum Veröffentlichen, dass wir natürlich Menüs erzeugen müssen oder Menü-Items. Dazu gehen wir auf Menüs, auf unser Menü-Container, Main-Menü, neuer Menü-Eintrag. Und sage hier einmal Bilder, sehr schön. Menüeintragstyp nehmen wir Fokker Gallery und da gibt es da drei Sachen, wo uns jetzt da nur zwei davon interessieren. Liste der Bilder ist eine Kategorieansicht, das heißt, es werden alle Bilder einer bestimmten Kategorie quasi veröffentlicht. Und dann gibt es Liste der Kategorien, Kategorienansicht. Plural, ja, also das heißt, da werden sämtliche Kategorien aufgelistet. Mit der fange ich an. Da muss man nicht mehr konfigurieren. Das passt dann schon so. Wir müssen nur hier gucken, ob das alles stimmt. Main-Menü, oberste Menüebene, Status Papierkorb. Na, das ist nicht richtig. Wir sagen jetzt da hier veröffentlicht und ich sage hier noch meine Bilder. Nur damit es kein Problem gibt mit dem Alias, weil ich habe vorher schon ein bisschen herumprobiert und wenn das jetzt nur im Papierkorb liegt, dann kann er den Alias wieder nicht erstellen. Darum nehme ich jetzt den Menütitel meine Minusbilder. Schaut zwar jetzt da nicht so schön aus, aber für die Präsentation hier wird es reichen. So, dann sage ich hier veröffentlicht und sage speichern und neu, weil wir machen gleich meine Bilder 2. Meine Minus Bilder 2, sag Menü Eintragstyp, sage wieder Fokker Gallery, sag allerdings jetzt Liste der Bilder Kategorieansicht, muss natürlich auch jetzt eine Kategorie auswählen, wähle da die Urlaubskategorie aus, sag Main Menü oberste Menüebene Status, soll natürlich veröffentlicht sein und sag speichern und schließen. Wann das dann alles passiert ist, dann gehen wir ins Frontend und habe hier meine Bilder. Da sehe ich meine Kategorien aufgelistet. Jetzt ist es halt nur eine. Wenn ich draufklicke, sehe ich die Bilder aus dieser Kategorie. Und wenn ich jetzt dann nochmal woanders hinklicke, so, meine Bilder 2 sind dann gleich die Bilder aus einer bestimmten Kategorie. Und ihr seht, wie das momentan ausschaut.
Man hat hier eine hässliche Lupe, man hat hier ein hässliches Download-Symbol, was mir persönlich nicht gefällt. Euch kann ja das zum Beispiel gefallen oder zu eurer Webseite könnte das ja auch hervorragend passen. Bei meiner gehe jetzt einmal davon aus, dass ich das weghaben möchte. Und die Detailansicht schaut momentan so aus. Die gefällt mir auch nicht. Man hat hier Bildlaufleisten, absolut hässlich. Das kann ich überhaupt nicht brauchen. Und jetzt da im letzten Schritt in diesem Video, ihr seht, wie umfangreich das ist, zeige ich euch, wie man das konfiguriert und optisch anpasst, so dass es zur eigenen Homepage quasi passt. Dazu wechsle ich jetzt dann noch einmal zur Focker Gallery, ins Kontrollzentrum. Und ihr seht jetzt da hier Themen oder Stile, aber um die Optik in dem Sinne anzupassen, wie wir das jetzt haben wollen, müssen wir in die globalen Einstellungen von Focker Gallery gehen. Und bei Focker Gallery, die Leute, die meine Videos gesehen haben, ihr wisst, wie man zu den globalen Einstellungen am schnellsten kommt. Das ist nämlich hier oben über das Zahnradsymbol und dem Wort Optionen. Ich klicke einmal drauf. Und schon sind wir da. Ihr seht jetzt da hier die Konfiguration und hier haben wir Focker Gallery. Und wir wollen als allererstes einmal, ja, was macht man als allererstes? Ja, wir gehen zur Kategorieansicht. Wir schalten mal die Lupe aus und das Download-Icon verbergen wir ebenfalls. Und da gibt es die Lupe, das nennt sich Detail-Icon. Ich zeige euch das nochmal, wenn man mit der Maus drauf geht, kommt Detail. Also muss die Lupe das Detail-Icon sein und da steht Anzeigen, da sagen wir mal verbergen. Und das andere ist ein Download-Icon, dann kann man ja auch nochmal drüber gehen, dann steht Download dabei, Download-Icon, Anzeigen und da sagen wir ebenfalls verbergen. So, ich speichere das Ganze mal auf die Schnelle, refreshe das Frontend, nur um zu sehen, ob das auch tatsächlich funktioniert. Tata, man freut sich ja schon über Kleinigkeiten. Übrigens, ihr seht auch jetzt hier den Titel von dem Bild. Urlaub in Wien. Ihr könnt das natürlich auch gestaffelt hochladen. Ja? Das ist eine komplette Kategorie, besteht dann natürlich nicht nur aus Urlaub in Wien. Jetzt war ich zum Beispiel in Schönbrunn im Zoo und zuerst lade ich diese Bilder hoch, schreibe da drunter zum Beispiel Urlaub in Wien, dann lade ich die ganzen Zoo-Bilder hoch und sage halt, diese Bilder heißen jetzt Besuch in Schönbrunn oder Besuch im Zoo oder sonst irgendwas. Leute, ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Nur so am Rande als Gedankenanstoß erklärt, nicht, dass da jemand meint, er muss jetzt da sämtliche Bilder in einer Kategorie mit demselben Titel bestücken. So, jetzt haben wir wieder bei den globalen Einstellungen für die Focker Gallery. Und was mir ebenfalls gefallen würde, was man manchmal auf Seiten sieht, wenn man mit der Maus irgendwo drüber geht, dass dieses Bild schon aufpoppt. Also so neben dem Mauszeiger hat man dann hier so das Bild schon quasi in groß dargestellt. Und das funktioniert hier. Overlip-Effekt nennt sich das. Und den schalten wir mal ein, und zwar er soll nur das Bild anzeigen, sonst nichts, keine Beschreibung, kein Bild und Beschreibung. Ihr seht selbst, was hier alles definiert werden kann, das erschlägt einen schon fast. Also wie gesagt, guckt euch die Dokumentation an. Es ist irre viel möglich mit dieser, also ich bin begeistert von dem Ding, aber ich glaube, das merkt ihr eh, das muss man nicht extra erwähnen. So, ich speichere das mal ab, muss natürlich dafür jetzt das Frontend nochmal refreshen, das habe ich hiermit getan und wenn ich jetzt mit der Maus drüber gehe, habe ich diesen Overlip-Effekt. Seht ihr das? Und genau so wollte ich das haben. Und jetzt müssen wir uns darum kümmern, das gefällt mir hier überhaupt nicht, mit der Detailansicht, mit dem Fenster, Laufleisten, Bildlaufleisten, das geht auch nicht und das machen wir in der Detailansicht. Weil das ist ja quasi eine Detailansicht und da will ich euch nur erklären, wie dieses jetzt hier funktioniert mit der Konfiguration. Als allererstes werdet ihr hier gefragt, Detailfenster. Welche Art von Detailfenster wollt ihr haben? Ein Standard-Pop-Up, eine Modalbox nur mit dem Bild, eine Schattenbox und so weiter. Ihr seht, da ist relativ viel auszuwählen. Das sind einmal die Grundeinstellungen. Ich nehme mal hier das letzte, nur Bild und sage Speichern.
Weil mir das halt ebenfalls sehr gut gefällt, habe das jetzt schon refreshed und jetzt klicke ich mal da drauf. Und das schaut zum Beispiel so aus. Ich finde das wirklich ansprechend. Man hat hier das Bild, okay, meine Bilder sind halt relativ klein. Und man kann hier links und rechts mit den Pfeilen durchscrollen quasi oder durchseppen. Oben hat man ein kleines X, damit kann man das Bild wieder schließen. Man kann auch irgendwo hinklicken und das Bild ist wieder geschlossen. Also das ist schon mal wirklich 100-mal besser als das, was wir gerade gehabt haben. Aber um das jetzt da zu erklären, schalte ich ein HighSlide.js, nur Bild und sage wieder speichern. Refreshe mit F5 das Frontend und wenn ich jetzt drauf klicke, dann habe ich hier so ein kleines Fenster. Die Navigation befindet sich innerhalb von dem Fenster. Ich kann hier auf Play drücken. Ich kann das auch händisch durchschalten. Ja, genau. Klickt man nochmal und nochmal. Man kann das Fenster hinschieben, wo man es möchte und man kann es hier auch wieder schließen. Soweit, so gut. Jetzt sagen wir allerdings, ich möchte noch, das ist zwar genau das, was ich mir wünsche, was mein, in meiner Vorstellung ist, aber ich muss das jetzt nur ein bisschen anpassen. Wo passe ich das an? Und das ist wirklich richtig geil gemacht von diesem Fokker Gallery, weil wir haben jetzt so das HighSlide.js ausgewählt und dann braucht man nur runtergehen zu der Rubrik HighSlide.js und dann kann man hier sich angucken, was man alles konfigurieren kann. Abgerundet weiß, breiter Rahmen, dunkler, äußerer Schein und so weiter. Da kennt ihr euch, probiert es euch einfach aus oder ihr lest zuerst noch und dann probiert es aus, wie auch immer. Und das gibt es zu jedem Detailfenster, was ihr hier die Möglichkeit habt auszuwählen, habt ihr darunter die Möglichkeit, es zu konfigurieren. Natürlich habt ihr auch noch allgemeine Einstellungen. Ihr seht, es gibt eine YouTube-APK-Eingabe. Aber wie gesagt, wenn ich das jetzt alles erklären würde, was das ist und wie das funktioniert, dann, Leute, würden wir in 4 Stunden immer noch hier sitzen und darüber sprechen. Und ja, damit würde ich euch nämlich dann in das Selbststudium entlassen. Einfach nur mal hier sagen, speichern und schließen, dass wir wieder zurückkommen zum Kontrollzentrum. Ja, also ich bin begeistert, Leute. Schreibt es mir unten, was ihr von dieser Fokker Gallery haltet. Das würde mich wirklich interessieren, ob die euch ebenfalls so gut gefällt, wie sie eben mir gefällt.